Ich weiß jetzt gar nicht, ob der hier gerade dabei ist, aber okay. Wir machen jetzt hier noch ein Game. Versuchen zu gewinnen und wenn wir nicht gewinnen, dann versuchen wir uns hier wie eben ganz knapp noch in ein Unentschieden zu retten. Genau, apropos auf mich gestoßen. Wenn ihr meinen Stream gut findet, dann empfehlt ihn doch einfach euren Freunden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Gegner setzt eine Elixierpumpe ein, okay. Jetzt haben wir gleich eine starke Offensive raus. Ich hoffe jetzt nur, dass der Gegner keine Barbaren oder eine Walküre hat. Okay, er setzt einen Giant Packer ein. Merkwürdiger Spielzug an der Stelle. Der geht relativ schnell down hier in den kleinen Einheiten. Schöne Pfeile jetzt auch. Und dann ist das hier schon gleich eine starke erste Offensive auf der linken Seite. Ice Wizard nicht wirklich stark gegen den Giant. Bogenschütze schießt auch noch die ganze Zeit drauf. Und der erste Tower ist down. Dann brauchen wir gleich nur noch einmal die Pfeile. Und dann ist der down. Sehr, sehr starker erster Spielzug. Also schon tausendmal, tausende Male hier im Stream erwähnt, wenn der Gegner eine Elixierpumpe einsetzt, müsst ihr einfach offensiv spielen. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, welche Karten er hier genau hat. Er hat den Ice Wizard auf jeden Fall und die Princess. Er hat die Spear Goblins, aber mit welcher Karte möchte er hier angreifen? Okay, er hat jetzt hier die Prince-Prince-Kombo am Start. Ich habe jetzt hier sehr gut den, Prinzen distracted hier hinten. Das sieht gut aus. Und jetzt der Slow vom Ice Wizard. Also, das war jetzt hier schon eine sehr, sehr gelungene Verteidigung. Ja, das freut mich, das freut mich. Und während ich hier links ganz lässig verteidigt habe, startet rechts noch eine weitere Offensive. Und jetzt hier der Slow des Ice Wizards macht einfach den Unterschied. Ein Goblin wirft sich noch davor, distracted den Packer. Und ihr seht da auf der linken Seite Musketier und Goblins am Tower gar nicht so verkehrt. Schön viel Schaden rausgehauen. Krass, ich warte jetzt bis der Ice Wizard. Ne, okay, der Ice Wizard stirbt sowieso. Das kann uns relativ egal sein. Ich wurde einfach besser, als ich auf deine Tipps geachtet habe. Danke, ja. Ich weiß, deswegen mache ich das auch hier alles. Was für ein Distract jetzt hier mir gefallen. Boah, schaut's euch an, wie ich den Gegner hier vorführe. Es klappt einfach alles gerade. Jetzt hier Prince mit der Kombination und dem Riesen einfach sehr, sehr stark. Ich hätte gehofft, das Game würde hier noch ein bisschen länger gehen. Dann hätte ich hier wahrscheinlich einen Three Crown hingekriegt. Der Riese würde jetzt, glaube ich, einen Three Crown raushauen. Das Game ist aber zu Ende. Wollen wir uns nicht beschweren. Sieg ist Sieg. Sehr schöne Sache. Auch ein klarer Sieg wieder. Ein klarer Sieg am Start. Boah, das läuft, Leute. Es läuft. Wir schauen mal ganz kurz in unseren Attack Log rein, seitdem wir spielen. Wo haben wir angefangen, als wir 41 Trophys bekommen? Jetzt hier ein Win, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele ungeschlagen bisher. Wir gucken global, da sind wir Platz 46. Das ist bis jetzt der Rekord mit diesem Account. Da werde ich auch gleich mal einen Screenshot machen. Kann auch mal in den Clan-Chat schreiben. Okay. Ohne dein Deck wäre ich noch in Arena 3. Ja, sehr schön. Die Skeletons sind schlecht. Die halten nichts aus und machen keinen ordentlichen Schaden. Wie lange streamst du noch? Ich streame bis 22, 23 Uhr. Irgendwie so. Kommt aber auch auf die Zuschauerzahlen drauf an. Genau. So, jetzt noch ein Game. Wir werden heute jetzt hier mal richtig schön einen Rekord aufstellen oder das zumindest versuchen. So, sehr schöne Starterhand hier mit dem Ice Wizard wieder. Aber ich werde noch ein bisschen warten, was der Gegner einsetzt. Was setzt der Gegner ein? Okay, er macht nichts. Ich setze den Ice Wizard ein. Oh, Princess Level 5.
Da lohnen sich die Pfeile, weil ich die Elixierpumpe auch noch knapp erwische. Schnell die Bogenschützen eingesetzt. Und jetzt ist das hier rechts schon die erste saubere Offensive. Er setzt jetzt hier nur den Giant Skeleton ein. Gar nicht so gut in der Situation. Ich werde jetzt hier richtig viel Schaden oder relativ viel Schaden mit dem Riesen raushauen können, wie ihr seht. Das war schon mein erster guter Angriff. Der Dark Prince wird jetzt hier relativ schnell sterben. Die Kanone, die der Gegner eingesetzt hat, war auch falsch in der Situation. Pfeile perfekt eingesetzt gegen Goblin Barrel. Wieder mal erste Sahne in der Verteidigung. Schade, das Musketier stirbt jetzt an der Bombe. Nichtsdestotrotz, seine Kanone läuft aus. Er hat noch keinen Schaden gedealt. Und wir haben auf der rechten Seite schon ordentlich was rausgehauen. Sehr schön, wie die Goblins die Princess bekommen. Der Ice Wizard wird jetzt hier zwar sterben. Setzen wir die Kanone ein und das Musketier. Der Dark Prince wird einfach nur umfallen. Jo, das sah auch gut aus. Und die Pfeile wieder auf das Goblin Barrel. So läuft das in der Verteidigung. Und Musketier, kommt das jetzt hier durch? Lässt er das Musketier den Tower angreifen? Ne, er setzt die Kanone. Okay, ist okay. Okay, der Gegner hat jetzt hier allerdings die Elixierpumpen die ganze Zeit am Start. Ich werde jetzt mal einfach eine Offensive raushauen, einfach mal versuchen. Ah, da kommt er mit dem Giant Skeleton. Aber er setzt wieder nur, ich sag mal nur, Giant Skeleton und Dark Prince ein. Der Riese wird jetzt hier total Schaden verursachen. Er hat nichts, was ihn so richtig aufhalten kann. 104 HP nur noch. Ganz gute Pfeile wieder am Start. Jetzt kommt er hier mit dem Giant Skeleton auf der anderen Seite. Dann setzen wir selber Skeletons ein. Noch eine Kanone dazu. Sogar noch Bogenschützen dazu. Das Goblin Barrel war jetzt schwach. Er hatte gesehen, dass ich... Nee, er hat sogar den Tower bekommen. Ich hatte gar nicht gesehen, wie viel Schaden ich schon genommen hatte. Okay, das war jetzt... ärgerlich, da hätte ich besser verteidigen können, dann wäre das wahrscheinlich schon der Sieg gewesen. Uiuiui, mal gucken, was das jetzt hier noch wird. Ah, ich dachte, der würde schneller sterben. Jetzt setze ich hier schnell die Skeletons ein. Nee, Mist, das war auch nichts. Ah, der Gegner hat jetzt hier halt echt den Elixiervorsprung, wie ihr das schon mitbekommt wahrscheinlich. Das wird jetzt hier noch ein ganz guter Riese. Ja, das war gut. Das war ein guter Riese. Jetzt schaut euch das Musketier an. Das Musketier wird jetzt beschützt von dem Riesen. Das war ein extrem guter Zug. Oh mein Gott, Sieg. Oh mein Gott. Oh. ...33 Trophäen dazugekommen. Mein Herz rast, Leute. Das ist hier auf jeden Fall ein Rekord, der aufgestellt wird. Sehr schöner Zug noch auf der linken Seite. Jetzt sind wir global Platz 32. Leute, was ist denn hier los? Es läuft. 7 Spiele ungeschlagen.